Schau, dass du das Blut wieder aus deinem Hemd wäschst nachher, ja, Frederik? Pablo Juarez hat mich also verraten. Sie wollten, dass ich ein neues Tape produziere, damit ich wieder Rapper werde und sie mein Drogenimperium übernehmen. So, so. Ich dachte, die Leute in der Unterwelt wären loyaler. Dabei sind es alles genau solche Ratten wie im Rap-Geschäft. Ab jetzt geht's nun also auch hier alleine für mich weiter. So, so, so. Da sitzen sie, meine alten, loyalen Partner und Freunde. Wo? Wo ist Juan? Juan, den siehst du so schnell erstmal nicht mehr wieder. Du wolltest doch, dass ich deinen kleinen Rotzlöffel erziehe, oder nicht? Ja, der ist jetzt erstmal bei mir. Und da bleibt er auch. Was ist das denn auch für eine Wischiwaschi-Erziehung da bei euch? Du bist ja echt ein miserabler Vater. Ja, da doch lieber gar kein Vater. Nein, kenne ich ihn. Ja, ich glaube, da wird der Kleine demnächst auch noch vollweise. Wie der Dalai Lama. Donny, bitte, das kannst du mir nicht antun. Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Ich weiß genau, was da los war. Ihr habt meinen Ruf beschmutzt. Ihr habt das Ansehen meiner Stadt, die als die sicherste Stadt der Welt galt, in Verruf gebracht. Und jetzt möchte hier keiner dafür gerade stehen. Keiner möchte hier für gerade stehen. Und auch du nicht, Pablo. So gut kenne ich dich. Chef, ich teste schon mal den Geschmack dieser Waffe aus Respekt zu dir. Fernando! Hinsitzen, hinsitzen. Wo wollt ihr denn schon hin? Ja, jetzt macht ihr euch gerade. Mal hinsitzen. Also, Pablo, ich brauchte nicht zu erzählen, wie enttäuscht ich von dir bin. Das Ganze war wirklich Hochverrat. Ihr habt versucht, mich zu ficken. Ihr habt versucht, mich hinters Licht zu führen. Pablo, du hast Glück, dass du ja nicht mal die Kugel wert bist, die ich dir am liebsten jetzt verpassen würde. Ich muss jetzt auch weiter. Der Boss hat Termine. Wie Harry Potter! Todo el día me estás tocando los cojones. No te puedes callar la boca. Lo siento. Hermanos, tenemos un problema. Wir haben den Bossnacken. Wie? Anzugträger? Joder, Rodriguez! Tenemos que conseguir que colega haga un nuevo rap. Ahora es el momento. Hermanos, mira esto. Es ist Zeit für Plan Z, oder? Präsident, bitteschön, die Aufnahme läuft. Meine Leute, die den Mexikanern zur Unterstützung geschickt worden sind, haben versagt. Wir brauchen eine neue Strategie, Bert. Wir müssen weiter alles daran setzen, dass mein Freund Kollege wieder Rapmusik macht. Macht euch bereit für Plan Z. Ich werde den Schweizer informieren. Alles klar. Wir machen uns auf den Weg nach Mexiko. Hermanos, mira esto. Es ist Zeit für Plan Z, oder? Hey Männer! Warum lacht ihr denn so? Hab ich was verpasst? Verdammt, der Boss ist jetzt schon 3 Stunden zu spät. Entspann dich, es muss alles wie am Schnürchen laufen. Ja, du hast recht. Der wird schon nicht merken, dass er mit dem Vertrag das Tape rausbringen muss. Wir müssen ihm das Angebot so lukrativ wie möglich verkaufen, damit er dem Verkauf zustimmt und unterschreibt. Und dann muss er ein Album produzieren. Verdammt, ich glaube, er kommt. So, die Herrschaften. Ich hatte noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Mexiko. Kolle, Bruder, ich meine Herr Blume. Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich.
Ja, sehr erfreut, Herr Boss. Schön, dass Sie sich heute wieder Zeit für uns genommen haben. Und die ist ja, wie du weißt, sehr kostbar, also kommen wir nur zur Sache. Herr Blume, wir wollen Ihre Geschäftszweige erweitern. Sie hatten bereits diese grandiose Idee mit den Coca-Plantagen, doch Ihre ganzen Ländereien in Colleshood, Hektar, bieten sich an, feinstes Gras zu produzieren. Und das Ganze bringt man noch schneller an Mann als Kokain. Jawohl, ich habe hier den Vertrag fertig. Du musst nur noch unterschreiben, damit du endlich ein Tape bringst, Tony. Damit wir mit den Drogengeschäften fortfahren können. Blume. Marihuana, meinen Sie? Genau. Wir werden das Gras von unseren Spezialisten sofort anbauen lassen, sobald sie dir den Vertrag unterschreiben. Weed? Ich dachte, es geht um neue Coca-Plantagen. Ihr verschwendet hier meine Zeit mit irgendwelchem Marihuana-Quatsch. Kein Interesse. Aber... Die ganzen Kifferschweine liegen ja nur faul zu Hause rum und bewegen sich keinen Millimeter. Ja, da geht ja gar nichts voran. Es geht ja ums BIP. Das muss ja gesteigert werden. Nee, sowas will ich nicht fördern. Wenn Sie kein Weed verkaufen, fällt für Sie ein ganzer potenzieller Sektor weg. Potenziell. Also im Marihuana-Geschäft, da liegt wirklich überhaupt gar kein Potenzial. Es wäre vielleicht mal ganz schön, wenn Sie sich mal ein ordentliches Näschen gönnen würden, weil dann würden Ihre Vorschläge vielleicht auch mal ein bisschen Potenzial an den Tag legen. Also ich glaube das ja wohl nicht. Also dieser Unsinn hier, das ist eine Gequatsche hier. Das sehe ich genauso, Bruder. Herr Blume. Aber dieses Tape, diesen Vertrag, den müssen Sie jetzt unterschreiben, damit wir hier vernünftige Geschäfte fortfahren können. Meine Herrschaften, wir haben uns hier aufs Coca-Business spezialisiert, nicht ohne Grund. Die ganzen Kiffer liegen auf der faulen Haut, da kommt nichts bei rum. Es muss was an Leistung passieren. Es muss nach vorne gehen, die Leute müssen ackern, da muss ein Ertrag bei rumkommen. Das funktioniert natürlich nur mit dem feinsten Kokain. So, außerdem, die ganzen Länder genehmigen Gras doch mittlerweile mit rüber legalisiert. Ist doch langweilig. Alles klar, Herr Boss. Wir expandieren lediglich in unsere Kokainplantage. Ach, übrigens, meine Frau Mama hat für uns heute einen sehr guten Coca-Blättchen-Tee zubereitet. Nach alter Familientradition. Mama, Frau Mama! Das finde ich sehr verrückt, das kann ich nicht sagen. Ach, könntest du für mich und die Jungs deinen Spezialtee servieren? Aber sicher doch, Schätzchen. Ja, ich habe den schon 2-3 Mal getrunken, also... Wunderbar. Dankeschön. Falls mich jemand noch braucht, warte ich im Gästezimmer. Ja, ja, meine Herrschaften. Meine Frau Mama macht den besten Tee weit und breit. Ich bin dann mal weg. Ach, das war der Farid, oder was? Ist echt super. Ja, krass, ich hab das gar nicht erkannt unter dem Schnauzer. Aber was wollte der denn hier? Ja, was macht ihr denn jetzt überhaupt noch hier? Also langsam reicht's mir aber auch. Ja, jetzt ist hier Schluss. Verschwindet. Ihr verschwendet meine Zeit. Frederik. Sehr gerne, Boss. Frederik, aber bitte mach den Teppich nicht blutig, das bringt schlechtes Feng Shui. Wir haben hier noch einen grandiosen Vertrag für Sie, mit super Konditionen. Damit werden Sie sicherlich weltweit glänzen können. Also ihr wollt mich doch wohl übers Ohr hauen. Ihr wollt mir dieses Tape aufquasseln. Es ist alles nicht so, wie es aussieht. Aber ich werde dich jetzt nicht erschießen lassen. Magst du einmal aufstehen? Ja. Du darfst aufstehen. Ja. Kannst du noch einen Schritt zu deinem rechts? Ja. Schritt zurück, noch einen halben Schritt zurück vielleicht, ja. Sieht gut aus. Er bleibt immer so stehen. Oh, nee. Hilfe! Siehst du, wer ist hier der Krokodok? Krokodil Dundee! Fuck! Was geht ab, Hermano? Folge mir! Pablo und die anderen sind drinnen und warten. Hallo, Herr Fuck. Bitte setzen Sie sich. Lass uns zusammen etwas trinken.
Wisst ihr was, ihr faulen Mexikaner? Ihr seid mir viel zu ineffizient. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du musst doch nicht gleich so respektlos werden. Setz dich doch erstmal hin und lass uns zusammen etwas trinken. Ihr macht mir zu viel Siesta. Wisst ihr was? Wir werden das jetzt alleine durchziehen, Plan Z. Wir werden Kollege alleine dazu bringen, ein Rap-Album rauszubringen. Ohne euch. Wie willst du das machen? Dieser Plan ist ein uraltes Bündnis zwischen den Mexikanern und den Triaden. Und nur zusammen können wir den ausführen. Nur so können wir Kollege dazu bringen, ein neues Album zu veröffentlichen. Und jetzt? Schachmatt! Boss, sind Sie da drin? Frederik, Feuer!